Guten Morgen, Radfreunde. Heute ist Sonntag, der 2. Juni und heute beginnt mein Abenteuer Ostseeküstenradweg. Ja, ich bin gestern schon am Samstag mit dem Zug von Berlin nach Flensburg gefahren und habe die Nacht heute im Hotel verbracht. Und jetzt geht's los. Auf mich warten knapp 1200 Kilometer. Ich habe mal 12 bis 14 Tage einkalkuliert. Also, ich hoffe, ihr fahrt mit. Viel Spaß. Erstes Ziel ist heute mal, also hier starte ich in Flensburg und hier in Eckenförde habe ich mal einen Campingplatz rausgesucht. Das ist ungefähr 120 bis 130 Kilometer. Na dann los! Hier ist das erste Schild vom Ostseeküstenradweg. Glücksburg, nächstes Ziel 12,5 Kilometer. Wer will noch mal, wer hat noch nicht, hier gibt es die Punkte aus Flensburg. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob ich noch einen Punkt in Flensburg habe. Vor drei Jahren, wo ich angefangen habe mit dem Radfahren. Ja, die Ampel war grün, dann hat sie umgeschaltet auf rot und ich bin drüber gezogen. Tja, das Blöde war, links von mir war ein Zivilauto von der Bullerei. Und was war? 60 Euro Strafe, 26 Euro Bearbeitungsgebühr. Tja, das war mal Lehre. Seitdem halte ich mich an die Straßenverkehrsordnung. Hier geht es jetzt direkt so an den schönen Uferweg entlang bis Glücksburg oder Glücksberg. Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Ja, auf jeden Fall schöner Weg bisher. Traumhaft hier, ne? Glücksburg oder Glücksburg auf Dänisch. Momentan ist es ganz schön hügelig hier. Bergauf, bergunter, aber es ist noch im Rahmen. Allerdings mit einem normalen Fahrrad würde ich das gar nicht schaffen mit meinem Knie. Ich habe das Fahrrad jetzt gewogen, also Fahrrad, mein E-Bike wiegt 23 Kilo. Im Gepäck habe ich über 30 Kilo dabei. Das heißt, ich schleppe hier 53 Kilo rum. Normales Fahrrad, ne. Da müsste ich sofort wieder operiert werden. Und so, mit dem E-Bike macht Spaß und mein Knie wird nicht überlastet und alles ist gut. Kilometer habe ich jetzt geschafft. Erstmal ist eine kleine Verschnaufpause und dann geht es weiter Richtung Kappeln. Das sind jetzt hier noch ungefähr 30 Kilometer. Auf der Karte bin ich hier bei Neukirchen gerade. Ja, und das Wetter, das passt natürlich auch. Es hat jetzt hier 22 Grad. Es sind gerade ein paar Wolken, aber perfektes Radfahrwetter.
Der Radweg ist wirklich sehr abwechslungsreich. Also bis jetzt super, gefällt mir sehr gut. Auch die Beschilderung, perfekt. Macht Spaß. Ich bin jetzt in Schwackendorf. Auf meinem Display hat es eben geblinkt. Mein Akku ist leer. Ich bin über 70 Kilometer jetzt gefahren. Normalerweise schafft er 100 Kilometer, aber mit dem Gepäck, da waren die ganzen Steigungen. Naja, dann holen wir mal den zweiten raus und dann geht's weiter. Meinen Charmin habe ich jetzt auch angehängt. Da habe ich so eine Powerbank mit Solar. Das ist ganz gut so. Ich bin jetzt in Kappeln und hier ist Markt. Und das heißt das erste Mal, ich muss hier mein Fahrrad durchschieben. Wo ich jetzt meinen Radler durchgeschoben habe durch den Markt, habe ich richtig Appetit bekommen auf mein Abendessen. Ja, was gibt's denn? Also einkaufen muss ich nicht mehr, heute ist ja Sonntag. Ich war gestern in Flensburg noch einkaufen. Da war ich mit Rewe und es gibt Wurstgulasch. Ich habe mir Wiener gekauft, Zwiebeln, noch eine Paprika. Ich wollte eigentlich noch Möhrchen haben, aber die haben keine mehr gehabt. Da gibt es halt keine Möhrchen. Ja, von der Uhrzeit haben wir jetzt kurz nach 1, sind jetzt noch 50 Kilometer zu fahren und da freue ich mich jetzt schon richtig auf den Campingplatz. Und vor lauter Quatschen bin ich jetzt gerade ausgefahren und ich hätte nach links müssen. Leute, das macht richtig Spaß hier zu fahren. Also bisher kann ich nur Positives sagen. Gut, es ist mal ein kleines Stück dabei, wo man nicht so gut ist mit dem Kies, aber mein Gott, das gehört zu einem Radweg mit dazu. Einen perfekten Radweg, den wird es nie geben. So, jetzt sind es noch knappe 30 Kilometer bis zum Campingplatz. Und ich freue mich. Bis gleich. Nächster Halt, Eckernförde. So, auf der Karte, ich befinde mich jetzt genau hier. Und hier ist, ein Stückchen weiter, ist ungefähr mein Campingplatz. Oh, da vorne, das scheint mein Campingplatz zu sein, den wo ich ausgesucht habe. Ja, dann fahren wir mal runter. Ich bin auf dem Campingplatz. Ich habe mich angemeldet, habe gefragt, ob noch ein Platz für mich frei wäre. Dann sagt der Besitzer, nein, ist alles rappenvoll.
schöne, ruhige Zeltwiese heute Nacht. Vorne ist so ein schönes Kiosk. Da will ich mich noch ein Bierchen holen. Eins habe ich noch dabei. Aber jetzt erstmal Zelt aufbauen, dann mache ich mich frisch und dann geht's ans Essen. So Leute, die Hütte steht. Boah, die ist ganz schön spitzen hier. So, und was kommt jetzt als erstes? Genau, Richtfest. Hier ein schönes Marsteiner. Das ist richtig schön kühl. Die Kühlakkus, perfekt. Zum Wohl. Perfekt. So, ich werde jetzt dann gleich das Zelt noch einräumen. Dann gehe ich mal vor im Duschraum und mache mich erstmal ein bisschen frisch. Und dann werde ich mal beginnen zum Kochen. Ich habe jetzt einen riesen Kohldampf. Und zum Duschen gehe ich dann nach dem Essen und dann mache ich noch einen kleinen Spaziergang. Gut, also bleibt dabei. Jo, ich habe mich jetzt frisch gemacht. Und jetzt muss ich essen. Ich habe einen riesen Kohldampf. Das waren ja doch immerhin 128 Kilometer. Und es hat riesen Spaß gemacht. Aber jetzt geht's zum Wurstgulasch. Erstmal das Nudelwasser kochen.
So, mein Wurstgulasch ist fertig. Guten Appetit. Super. Ich glaube, ich habe einen ganz schönen Sonnenbrand bekommen heute vom Fahren, obwohl ich mich eingecremt habe. Ja, mal gucken, soviel ich weiß, morgen ist das Wetter wohl bewölkt, aber das End kann sich ja schlagartig ändern hier. Ja, mal gucken wir mal. Jetzt müssen wir mal gucken, was mein Akku vom E-Bike sagt. Jo, hier ist der Stromkasten und hier ist der erste Akku, der ist fast voll. Da muss ich noch den zweiten anhängen. Zeige ich euch mal den Stromkasten. Ja, also hier braucht man überall an den Campingplätzen so einen CE-Stecker. Da habe ich mal einen besorgt, den habe ich gekauft. Bei eBay, glaube ich, für 15 Euro. Jo, das Rad ist auch abgesperrt. Ich habe das hier am Zelt festgemacht. Ich denke, wenn sie hier jemand zu schaffen macht an dem Schloss, das bekomme ich mit hier drin. Und dann bin ich ganz schnell wieder heraus. Ich möchte euch noch den Wasch- und Duschraum zeigen. Also es ist wirklich sehr, sehr sauber hier. Also der Campingplatz hier, der ist perfekt. Ich habe bezahlt für mich und mein Zelt 10,50 Euro. Der Strom, wie gesagt, passt schon. No, ich blende mal den Campingplatz unten in der Infobox ein. Ich kann ihn nur empfehlen. Wir haben jetzt schon kurz vor 21 Uhr. Ich bin hier am Strand vom Campingplatz und lasse den Tag jetzt noch ein bisschen ausklingen. Und ich hoffe, euch hat es gefallen, der Tag. Also mir hat es riesen Spaß gemacht. Das war ein wunderschöner Radweg. Super, ich bin total begeistert. Ja, ich werde jetzt noch duschen gehen und dann werde ich sofort schlafen gehen. Ich bin heute früh auch schon um 5:30 aufgestanden. Und ja, morgen geht's weiter. Morgen früh aufstehen und dann geht's nach Behrensdorf. Es ist nicht so weit, es sind nur zwischen 85 und 90 Kilometer. Da fahre ich zum Campingplatz zur Heike. Und Heike ist eine gute Freundin und die hat da ihren Stellplatz mit dem Wohnwagen. Und da stelle ich mein Zelt auf. Sie haben gesagt, sie hat extra den Rasen gemäht. Na, ich freue mich wahnsinnig. So, ich hoffe, euch hat's gefallen. Bleibt dran. Morgen geht's weiter. Ich wünsche euch was. Tschüss!